Hey zusammen, willkommen zurück zu GTA 4. Oh, was ist denn hier passiert? Hupsala. Ich weiß nicht. Überall Blut schon. Ja, ich habe gerade schon mal so ein bisschen hier rumexperimentiert und mir ist aufgefallen, dass hier größtenteils gar keine Penner, Kranken rumgammeln, sondern einfach größtenteils Obdachlose hier rumpennen und gammeln. Oder halt, keine Ahnung, vielleicht haben die ein Zombie-Virus. Ich weiß es nicht. Was, um eine Limonade zu kaufen? Hab ich denn genug Geld dafür? Ach, guck mal. Oh ja, oh geil. Genau. Umweltverschmutzung nenne ich das. Sag mal, wie kannst du es wagen? Egal, Sekunde, wir nehmen mal eben irgendeine Waffe und schniepern die dann hier weg. Boom, Headshot, Boom, Headshot. Halt, Shot. Sag mal, habe ich dir erlaubt wegzurennen? Och, verdammt. Okay, wir können ja mal ganz kurz, weil wir schon dabei sind, über Amokläufe reden, Leute. Das Thema ist zwar relativ durchgekaut, aber ich denke, so oft, wie das Ganze immer noch behandelt wird in den Medien, scheint es immer noch irgendwelche Hohlbirnen nicht gerallt zu haben. Und zwar, okay, ich denke, die wissen es selber, aber das ist eben interessanter für die Medien, für die Leute. Das verkauft sie einfach besser, wenn man das immer wieder anspricht. Und zwar gibt es ja immer noch viele, die den Schwachsinn verbreiten, dass irgendwelche Amokläufer sich, ja, hierdurch eben angespornt fühlen, das Ganze auch im Real Life zu machen. Was meiner Meinung nach völliger Schwachsinn ist. Klar kann man sowas hier simulieren, in gewisser Weise. Man könnte jetzt auch rein theoretisch in Half-Life 1 oder 2 mit einem Emulator, mit einem Editor, die Räume nachbasteln. Das würde gehen. Hat mein Bruder auch mal gemacht. Der hat auch mal die Schule von sich nachgebastelt. Einfach, ja, weil es Spaß gemacht hat. Und, ja, weiß ich nicht. Das ganze Thema ist schon so ausgelutscht und so dumm, meiner Meinung nach. Ich meine, die Leute, die wirklich geistige Probleme haben, werden die Probleme mit Sicherheit nicht durch das Spiel bekommen haben. Klar, können die hier irgendwie was ausgelebt haben oder so. Das muss man nicht unbedingt abstreiten. Klar, gibt es dann eventuell irgendwelche Geisteskranken, die dann hier wirklich rumrennen und das schon mal üben für irgendwelche Sachen, die sie eventuell später vorhaben. Aber das ist ja, weiß ich nicht, da kann man auch in den Wald gehen und schießen üben. Ist genau das gleiche im Prinzip. Das ändert nichts. Aber der Ursprung ist eben ganz woanders und ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, schon vorher da gewesen. Hat eventuell, liegt dann eventuell daran, dass man schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat, dass man irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass man verprügelt wurde von den Eltern, dass man in der Schule immer weggetreten wurde oder ach, keine Ahnung was. Ich weiß es ja selber nicht genau, aber ich denke mal, das geht eher in die Richtung, als dass es daran liegen würde, dass man eben hier in einem Spiel auf Pixel ballern kann. Ich muss sagen, klar, ihr wisst ja, dass das hier alles nicht real ist. Ich find's dann wiederum witzig. Wie dann, wo waren das? In irgendeinem Spiel hatte ich einen Hund. Ach, genau, Sims. Im Sims Let's Play. Müsst ihr euch mal angucken. In dem neuen Sims Let's Play, da hatte ich einen Hund. Und da haben ganz, ganz viele auch ernsthaft gemeint, so, du kannst doch nicht so mit dem Hund umgehen, der arme Hund, bla bla. Da verstehe ich dann irgendwie nicht. Leute, euch ist schon klar, dass das kein echter Hund ist und dass dem das nicht in echt wehtut, wenn ich den jetzt irgendwie ans Tierheim abgebe. Ich meine, dass wenn es jetzt irgendwie storybedingt ist, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Hund viel erlebt hat in der Story und der dann irgendwie bei einem tragischen Unfall stirbt oder ein Hauptcharakter stirbt oder so, dann ist das wieder was anderes. Dann kann man ruhig mitfühlen, dann hat man sich so ein bisschen mit dem Tier zusammengerafft, mit der Story auseinandergesetzt und so. Das ist ja wieder was völlig anderes. Das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Aber wenn es da jetzt wirklich nur um einen Hund geht, den man einmal ganz kurz in einem Let's Play erstellt oder gesehen hat, dann, weiß ich nicht, ist das irgendwie nicht nachvollziehbar für mich. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Sag mal, kann man den irgendwo durch? Ma, ist doch langweilig hier. Das ist doch langweilig. Komm, lauf. Ich gebe dir 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5 und komm. 6. I believe I can fly. Nein, okay, komm, wir machen nur mal eben. Ey, lass mich in Ruhe. Oh. Ja, natürlich. Dann nehmen wir mal eben einen Wagen. Welchen denn? Den Cognoscenti. Ne, Mafia-Fahrzeug war da, Tups. Den Super GT. Oder Komet. Wir nehmen den Komet. Und das wäre dann die 227. 555. 0. 1. 7. 5. Schnell! Schnell! Alter! Oh, danke. Danke. Ja, es ist okay jetzt. Er lässt sich Zeit. Genießt die Landschaft. Die nicht vorhandene. Ja, ist okay. So, mit Q meinte jemand, kann man die Waffen switchen. Währenddessen man in der Waffe, in der Waffe, genau. Währenddessen man hier im Auto rumgammelt. Zack! Hupsala, ich habe eine Granate fallen lassen. Toll, jetzt habe ich keine mehr. Und nur eine Waffe, die ich benutzen kann, was? Echt? Tatsache. Okay, dann bauen wir nochmal eben einen schönen Unfall, Leute. Geht weg, verpisst euch. Nein. Und komm, in die Tankstelle, in die Tankstelle. Ja, geil. Genau, knall mit dem Charakter dagegen und explodier. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so uneffektiv, was das Wegfliegen angeht. Oh, die ganzen behinderten Bullenfahrzeuge. Ma, aua, ey. Und ich habe keinen mehr an meiner WTF. Ich bin jetzt schon los. Was sind das denn für Bullen? Ui! Gott. Geht alle beiseite. Boah, ich weiß so, wie schnell man auf sich aufmerksam gemacht hat, als man Driver, in Driver irgendwie zu schnell gefahren ist. Das war auch ein cooles Spiel. Das war echt geil. Das war noch Zeiten, Leute. Das wollte ich schon vor Ewigkeiten aufnehmen, aber habe ich irgendwie nie getan. Oh, shit. Oh, shit. Komm. Ah! Ja, geil. Oh, na, verdammt. Wisst ihr, das Problem ist, solche Tode sind meistens irgendwie ziemlich langweilig. Und einer von 100 Toten hat dann mal irgendwie was. Da, weiß ich nicht, da fliegt man aus dem Auto, kriegt nur eine Säule ab und dann fährt irgendwie noch der Wagen, mit dem man gefahren ist, in einen rein. Und das sind dann halt so Sachen, die eigentlich nur alle paar tausend Mal passieren. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Hä? What the fuck? Was ist denn das? Der lebte noch? Hast du dir mal die Scheibe angeguckt? Wie soll der überhaupt damit fahren? Ach, guck mal. Oh, shit. Okay, komm. Einen schönen Tod noch. Oh ja, und ich freue mich schon so auf GTA 5, Leute. Ich freue mich schon drauf. Und, boah, ey, wenn da ein richtiger Multiplayer, hui, ist, dann holla die Waldfee. Direkt mal einen Server hosten. Ich habe einen Root-Server. Alter, was war das denn? Verstehe nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne mal erklären, was da passiert ist. Genau, er sitzt da noch drin. Nee, aber da kann ich dann echt mal einen Server hosten und
Dann können wir mal gucken, dass wir da irgendwie ein paar Sachen starten. Boah, wenn man da mal wirklich hier was Vernünftiges auf die Beine stellt, ne? Es gab da früher ja bei San Andreas auch ein paar Server, wo man dann irgendwie Geld sammeln konnte und dann irgendwie, weiß ich nicht, sich davon eine Wohnung kaufen konnte und so, aber das war irgendwie, weiß ich nicht, da müsste man mit dem heutigen Spiel mal machen. Dann kann man da eventuell auch mal was mit der Steam-Gruppe starten. Ich habe eine Steam-Gruppe. Da läuft eigentlich jetzt gerade noch nicht allzu viel. Also klar sind viele Mitglieder drin, irgendwie 10.000 oder so. Aber ich habe damit eigentlich noch fast gar nichts gemacht, außer mal eine Runde MW3 gespielt. Und ansonsten lief da noch nicht viel. Aber man muss sagen, es gibt da eigentlich auch kaum Sachen, die man machen kann. Ihr könnt euch schon mal PlanetSide runterladen. PlanetSide 2. Soweit ich weiß, ein gratis MMO. Was super groß sein soll. Da gibt's irgendwie, da können 1500 Leute auf einen Server und ja, da könnte man schon was Cooles auf die Beine stellen. Müsste man mal gucken. Ich habe selber noch nicht gespielt. Bin selber noch Level 1. Muss da mal gucken, dass wir das irgendwie demnächst mal eine Runde spielen. Und das, weiß ich nicht, ist bestimmt cool. Könnt ihr ja euch schon mal so ein bisschen angucken. Gibt es dann demnächst eventuell ein Video zu. Und dann, weiß ich nicht. Also lohnt sich auf jeden Fall schon mal das vorher runterzuladen. Und das jetzt zu installieren, weil es relativ kompliziert sein soll. Die Einsteigerhilfe soll, oh, nicht allzu toll sein. Da soll man erstmal nicht durchblicken. Aber mal gucken. Das denke ich bei jedem verschieden. Jeder hat ja seine eigenen Spielerfahrungen. Und je nachdem, was man so schon gezockt hat, kommt man da eben schneller oder langsamer ins Spielgeschehen rein. Komm, ey, irgendeinen tollen Tod. Aber mit der Karre. Ach komm. Einfach fahren. Irgendwann aussteigen. Ganz öde. Ja, und der Wagen. Was ist denn das? Oh. Geschwindigkeit kann man ja auch nicht wirklich annehmen. Komm und langweiliger. Hä? Ey, ich hab doch aussteigen gedrückt. Okay, hier. Komm. Go, go, go. Ja, zu lahmarschig. Fahr schneller. Und wow, bam. Ach komm, ist doch doof. Das ist doch doof. Komm, warte mal. Dann holen wir mal eben sechs, zwei, fünf, null, ein, hundert. Los, Motorrad, komm. Oh. Oder Cheater. Jetzt aber. Oh, ich bin bei Roman. Nein! Oh, du verdammter Homo. Ja, geil. Sehr schön. Okay, Leute. Dann soll's nicht sein. Dann wartet jetzt mit GTA 4. Alter, ich habe ja noch nicht mal eine. Okay, dann nicht. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Part. Wäre natürlich nett, wenn ihr den bewerten könntet. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Wenn ihr eine Idee habt, was ich machen kann, gerne in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Part. Tschüss.